Fahrrad. Stich. Elektrische Heckklappe. Stich. Garantie. 5 Jahre. Haha, Forester. Der neue Subaru Forester. Wie jeder Subaru mit 5 Jahren Vollgarantie bis 160.000 Kilometer. Zuverlässigkeit, die Spaß macht. Subaru. Stadtderby in Degerloch und unser SVK hatte am Samstag zum 33. Spieltag die zweite 5 VfB Stuttgart zu Gast. Zu den schlechten Nachrichten von den teils schweren Verletzungen von Kalamita und Badian kamen unter der Woche zum Glück ein paar gute hinzu. Sandrino Braun kann wieder trainieren und wahrscheinlich noch wichtiger, Marc Stein und Fabian Baumgärtel verlängerten ihre Verträge und stehen den Kickers auch über die Saison hinaus zur Verfügung. Freie Köpfe also vor einer tollen Kulisse von 8.100 Zuschauern für die Elfentrainer aus Steffen, vom Schlussmann Corvinia Müller bis zum Captain Enzo Marchese, alle hoch motiviert. Die erste Chance der Partie hatten unsere Jungs in den blauen Trikots. Daniel Engelbrecht taucht allein vor Flacho Dimos auf, trifft aber nicht das Tor, Hellwach in den ersten Minuten die vordersten Reihen des SVK. Nur eine Minute später und dann waren die Gäste aufmerksamer. Zunächst das gewonnene Kopfballduell. Erich Berko spielt raus auf Kiesewetter, der spielt Postwenden wieder rein und Erich Berko nutzt direkt die erste Gelegenheit, das 1:0 nach nur 4 Minuten. Jetzt war wieder einmal die gute Moral der Steffenelf gefordert. Und die Reaktion kam knapp 18 Minuten rum, Halimi spielt den Ball links raus, die Flanke kommt stramm rein und Gerrit Müller hat die Chance mit dem Kopf. Dass er so frei köpfen darf, ist er eben aber auch nicht gewöhnt, weiterhin 0:1. Und dann kamen unsere Jungs ganz stark zurück ins Spiel. Gerrit Müller wird nicht richtig attackiert. Der hat die Übersicht für Kickers Captain Enzo Marchese und der drückt den Ball im Fallen ins lange Eck. Der 7. Saisontreffer unseres langjährigen Kapitäns lässt dem gegnerischen Torwart überhaupt keine Chance. Der wichtige Ausgleich noch vor der Pause. Nach dem Seitenwechsel aber wieder die U23 des VfB mit Vorwärtsdrang, Balleroberung von Daniel Di Davi, der schickt Boris Tasci mit einem perfekt getimten Ball Richtung Tor, doch frei vor Kickers Torhüter Corvinia Müller setzt der Stürmer den Ball um Zentimeter neben den Posten. Nach knapp 70 Minuten hatte dann der Ex-Kickerstürmer Marco Grüttner die Riesengelegenheit zur Führung. Pass von rechts außen von Jerome Kiesewetter in den Lauf von Grüttner und Corvinia Müller reagiert Weltklasse und hält die Degerlocher im Spiel. Ein Zeichen vom 24-jährigen Schlussmann, jetzt nicht nachzulassen und die Punkte in Degerloch zu behalten. Und dann Edwini Bonsu, der startet ein Solo und probiert's aus der Distanz, knapp daneben aber der Versuch des Kanadiers. Langsam wurde es Zeit für einen Lucky Punch. Ob man diesen Spielzug so aber nennen darf, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Lange Flanke von Edwini Bonsu in den Lauf von Manuel Fischer. Und der macht das Weltklasse und überlupft Flacho Dimos im VfB-Kasten. Der Wahnsinn hatte hier seinen Anfang, was jetzt hier los war. Manuel Fischer, der Ex-VfBler, schießt nach seiner Einwechslung das entscheidende Tor im Stadtderby. Und damit halten die Kickers den Anschluss an die ersten 3 Plätze. Es ist nach wie vor alles drin, auch wenn Bielefeld und Duisburg ebenfalls 3 Punkte holten. Horst Steffen und seine Elf dürfen weiterhin vom Aufstieg träumen. Ganz großen Anteil an diesem Sieg hatte heute sowohl Kickers-Keeper Corvinia Müller und der Torschütze Manuel Fischer. Aber neben dem ganzen Team ist sicherlich die Unterstützung dieser tollen Fans mit der Hauptgrund auf den heutigen Dreier. Und daher nochmal der Aufruf an alle am 23. Mai mit im Zug nach Kiel zu sitzen zum letzten Saisonspiel. Den nächsten Dreier können die Blauen nächste Woche in Cottbus holen. Stich. Elektrische Heckklappe. Stich. Garantie. 5 Jahre. Haha, Forester. Der neue Subaru Forester. Wie jeder Subaru mit 5 Jahren Vollgarantie bis 160.000 Kilometer. Zuverlässigkeit, die Spaß macht. Subaru.